Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Ja, das ist wieder die richtige Zeit für Schnäppchenjäger, denn sie startet genau jetzt unsere 10-Euro-Überraschungsshow. In der nächsten halben Stunde sind alle Produkte für Sie, für diese Sendung auf gerade mal 10 Euro herunterreduziert. Ganz egal, was Sie vor 2-3 Minuten noch gekostet haben. Wir alle drei wissen nicht, was heute auf uns zukommt, aber glauben Sie mir, wir sind genauso gespannt wie Sie und deshalb verkürzen wir die Wartezeit und buzzern einfach mal und holen die einzige Dame, die weiß, was heute in der Sendung ist. Ja, wir gehen durch viele Produktsparten und Sie dürfen alles bis zu 5-mal bestellen, außer wir sagen was anderes. Es lohnt sich aber in jedem Fall, weil der Preis unglaublich ist. Wow, was haben wir denn da? Also es ist schon sieht mal sehr schwer aus, ne? Und sieht gut aus. Nussknacker. Gibt es gerade mal an dich weiter, Ingo? Das ist ein Deko-Nussknacker. Keine Tür. Der ist aber richtig stabil. Jetzt der ist gedacht, sehr stabil. Im ersten Moment dachte ich, das sei Kunststoff. Nein, das ist Metall. Ja. Ja. Das massiv. Ja. Was ist das, ein Elch, ein Rentier? Ein Elch steht hier. Ein Elch. Sicherer Stand, sicherer Stand dank rutschfester Fußmatte natürlich. Und damit kann man dann eben hier, hier steht Deko-Nussknacker. Ja. Ah, hier steht, weil er auch härtere Nüsse problemlos knackt. Also es ist auch ein funktioneller Nussknacker hier. Und der sieht ja mal richtig schick aus. Aber so ein Nussknacker normal, also wenn man so eine normale Zange hat als Nussknacker, die verschwindet in der Schublade, wenn du sie nicht brauchst. Und deshalb wahrscheinlich Deko. Das lässt du irgendwo dekorativ auf dem Schrank stehen. Vielleicht jetzt dann zum Adventsarrangement. Das sind ja oftmals Walnüsse, ein Teil Walnüsse, Mandarinen. Sie merken, ich bin noch so von alter Schule. Und dann mal so eine Walnuss knacken ohne Kraftaufwand. Aber das sieht richtig putzig aus, der Nussknacker. Ja, vor allem, ich bin beeindruckt, wie stabil und robust der ist. Ne? Der ist richtig aus Vollmetall hier, in diesem Chrom-Look. Sieht ganz fantastisch aus. Und ja, man muss langsam an Weihnachten denken und an die Weihnachtszeit. Und es ist hier, ja, Haselnüsse und Walnüsse und alle Nüsse gehören natürlich zur Weihnachtszeit. Hier hat man einen sehr eleganten Nussknacker, der nur 10 Euro kostet. Versuchen Sie, sowas mal im Dekogeschäft zu kriegen. Da legen Sie locker mal, hier, ich sehe auch die unverbindliche Preisempfehlung, hier liegt bei 40 Euro. Das ist so der Preis, den ich erwartet hätte. Weil diese schicken Sachen für Dekoration sind oft sehr teuer. Bei uns nicht, nur 10 Euro. Tracy, isst du gerne Nüsse? Ja, super gerne. Die sind nämlich auch sehr gesund. Ja. Da wird der hier natürlich richtig optimal. Ich finde ihn vor allem richtig süß. Es sieht echt schön aus als Dekoration und hat gleichzeitig noch einen Sinn. Und zwar, der knackt wirklich die Nüsse einwandfrei. Man sieht auch, das ist wirklich sehr, sehr stabil und sehr schön. Ich glaube, da hat man auch lange Freude dran, viele Jahre. Ja, das ist ja auch so ein Deko-Element, was du das ganze Jahr stehen lassen kannst, aber besonders zur Weihnachtszeit natürlich rauskommt. Und gerade zur Weihnachtsdekoration passen natürlich auch Rentiere oder Elche. Ja, also auch hier stimmig. Mhm. Und dann natürlich ein Nussknacker. Also für 10 Euro kann man sich das ruhig mal gönnen, würde ich jetzt mal sagen, oder? Ja, der Curtis aus Koblenz schreibt, ich bin begeistert von diesem Nussknacker, weil er auch härtere Nüsse problemlos knackt, ohne sich die Finger zu quetschen. Sie sehen das vielleicht da unten, da sind so Riffelungen drin, dass die Nuss auch nicht wegrutschen kann. Ein sehr, sehr schöner, funktionaler Nussknacker. Sie sehen, der normale Preis bei uns ist 22 Euro, bei uns nur 10. Mit der NC5892 und der 569 können Sie den zu sich nach Hause holen. Auch ein tolles Geschenk. Also man kann ja bis zu 5-mal zugreifen hier. Ein ganz toller Start hier in unsere 10 Euro Überraschungsshow. Ja, das ist genauso, wie du immer sagst. Geschenk, da achten Sie immer drauf bei allen Produkten. Da sind die ein oder andere Geschenkidee dabei für Nikolaus, für Weihnachten in unseren 10 Euro Shows, aber natürlich auch in unseren 5 Euro Shows. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Produkt. Und ich bin gespannt. Spielzeug hätte ich gern heute mal wieder. Aber den Elch oder den Nussknacker fand ich jetzt schon sehr, sehr schön. Oh, das ist jetzt wichtig. Das ist was sehr, sehr Sinnvolles. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Es ist ein digitaler Energiekostenmesser mit beleuchtetem großen Display, bei dem Sie auch 2 Stromtarife einstellen können. Aber was ich wichtig finde, ich habe so ein Messer zu Hause, ganz einfach, weil ich alle meine Geräte, meine elektrischen Geräte mal durchgemessen habe. Ich kann jetzt von jedem Einzelnen sagen, welches braucht wie viel Strom und was ist ein Energiefresser. 2 Tarife macht Sinn. Du hast zum Beispiel 2 verschiedene Stromtarife bei dir zu Hause. Ja, oder? Ich habe jetzt in meiner neuen Wohnung eine Elektroheizung. Und was ich nicht wusste, aber wofür ich sehr dankbar bin, ist, dass es einen speziellen Heizungselektrotarif gibt.
Das ist dann deutlich niedriger als der normale Stromtarif. Und hier kann man das eben ganz genau ablesen. Was kostet mich etwas? Also nicht nur die Wattzahl, sondern auch, wenn ich das jetzt mal ein, zwei, drei Tage irgendwas drin gesteckt habe, weiß ich dann, wie viel mich das effektiv Geld kostet, weil ich hier den Stromtarif einblenden kann. Ich sehe hier übrigens auch noch, Ralf, und korrigiere mich, wenn ich das falsch lese, CO2-Kilogramm. Richtig, der CO2-Ausstoß wird ebenfalls auf Wunsch angezeigt. Das kann man jederzeit einstellen. Aber für mich ist wichtig, alle reden ja vom Strom sparen zu Hause, schon allein aus Kostengründen. Aber um zu sparen, muss man ja erstmal die Stromfresser identifizieren. Und das kann man damit zum Beispiel unbedingt mal überprüfen. Alte Waschmaschinen, alte zum Beispiel Kühlschränke, Gefriertruhen. Da kann sich oftmals rentieren, neue zu kaufen, weil die Stromkosten eklatant höher sind. Auch mal schauen, wenn Sie ein Aquarium ein Wasserbett haben. Das sind auch große Stromfresser. Mal schauen, was die an Strom brauchen, dass man da mal den Überblick hat. Also richtig, richtig praktisch, um eben das mal zu identifizieren. Sehr umfangreich von den Werten, die wir hier ablesen können. Und wie gesagt, nur 10 Euro und Sie dürfen den bis zu 5 Mal bestellen. Ich weiß, dass gerade so bei, was du gesagt hast, Waschmaschinen und Kühlschränken, hat sich unglaublich was getan in der Energieeffizienz in den letzten Jahren. Und da kann es tatsächlich sein, wenn Sie so einen Energiefresser finden, dass es sich lohnt, ein neues Gerät zu kaufen, weil man das innerhalb von 1-2 Jahren amortisiert hat und dann eben deutlich weniger Energie, sprich Stromkosten damit hat. Also ein ganz tolles Produkt hier, was jeder bei sich zu Hause haben sollte. Ich habe übrigens mal mit dem Energiekostenmesser gemessen. Wir haben so einen aufblasbaren Whirlpool zu Hause, den wir auch aufheizen, wenn man reinsitzt. Und dann haben wir mal berechnet, was das kostet. Und wir sind dann, also in so einer Hausgemeinschaft, zu dem Schluss gekommen, kostet 5 Euro, wenn wir einmal reinsitzen wollen. Wir haben uns dann entschieden, das ist uns die 5 Euro wert. Aber wenn das jetzt 20 Euro gewesen wären oder so, dann hätten wir gesagt, komm, Whirlpool ist nicht ganz so wichtig, weil das ist dann schon, aber du musst es halt erst erkennen, wie viel Strom braucht etwas und dann ist, Sie kennen ja Ihren Tarif, können Sie auch einstellen, Sie müssen da nicht mal nachrechnen, so und so viel Kilowattstunden mal das, das macht das Gerät alles selber. Und wenn Sie es wie Ingo haben oder vielleicht auch Tag- und Nachttarife, können Sie hier auch mit 2 Tarifen rechnen. Also eine ganz tolle Anschaffung, die sich auf jeden Fall lohnt. Wissen Sie was, Ihr Fernseher, Ihr SAT-Receiver, all diese Sachen, die 216 Watt und 84 Watt. Nee, aber wenn es nicht läuft, zum Beispiel. Ach so, der Standby, der ist bei mir bei 2 und bei 4 Watt. Ja. Also ich weiß wirklich alles, glaub mir. Die du hast so ein Messer, ne? Ist die ZX 84, 34 und die 569. Aber ich weiß das natürlich alles nur, weil ich einen Energiekostenmesser zu Hause habe. Es gibt ja auch natürlich die Typenschilder. Aber da steht kein Standby-Strom drauf. Und da steht immer der maximale Strombedarf drauf. Und bei Kühlschränken, die älter sind, habe ich auch die Erfahrung gemacht, da kann es mal ganz schön variieren. Ja, ja. Gerade, die müssen gar nicht alt sein. 3-4 Jahre, es hat sich wirklich sehr viel getan. In der Technik hier. Wir rufen Diana mit dem nächsten Produkt. Ich mag ja auch immer Werkzeug, wenn wir es haben. Dankeschön. Danke. Was haben wir denn? Oh, ich liebe es. Wir haben hier einen 5-in-1 Obst- und Gemüseschneider mit auswechselbaren Klingen und Einsätzen. Also ich kannte das vorher, bevor ich dieses Produkt mal gesehen habe, nur als Melonenschneider. Ja. Das kennt, glaube ich, jeder, kleine Melonen einfach drauf oder Äpfel. Mhm. Und dann hast du fertig geschnittene Teile. Jetzt haben wir hier verschiedene Aufsätze. Ich muss jetzt mal mutmaßen, das eine dürfte für eine Aubergine sein, oder? Aubergine? Ich glaube, das ist für Mango. Ich sehe hier. Ja. Ah, für Mango, okay. Ja. Guck mal, das ist für Mango, weil das ist genau das entkernt diese, gleich. Ja? Diese Form. Ja, hier haben wir hier zum Beispiel für Pommes, kannst du Pommes Kartoffeln, machen? Ja, durchlassen Pommes. Ja, diese Scheiben weiß ich jetzt nicht, aber Sie bekommen die Bedienungsanleitung. Aber ich finde es schön, wenn man sowas selber macht. Auch Pommes mal selber machen. Voll im Trend sind ja Süßkartoffeln-Pommes. Hast du schon mal Süßkartoffeln-Pommes fertig gekauft? Da zahlst du ein kleines Vermögen dafür, weil es so trendig ist. Süßkartoffeln kosten wesentlich weniger. Selber machen, ist hier angesagt. Bist du auch so experimentierfreudig in der Küche? Ja, also mir macht sowas immer richtig viel Spaß. Nämlich hier wird das Gemüse richtig schön klein. Und was mir immer sehr gut gefällt, ist einfach, wenn die Paprika schön geschnitten ist. Rot, grün, gelb. Und damit wird natürlich auch wirklich sehr schön geschnitten. Isst du auch grüne Paprika? Ja, ich esse auch die grüne Ehrlich? Paprika. Alles, was grün ist, soll gesund sein. Ich kaufe nur noch rote Paprika. Weil mir die am besten schmecken, aber ist Geschmackssache. Aber auch für Obst, für Äpfel zum Beispiel hier, kannst du Äpfel schön in verschiedene Schlitz machen.
Also ich glaube, das geht unglaublich einfach. Und vor allem, ich kenne sowas für, ich sage jetzt mal, 7, 8, 9 Euro für ein mit einem Teil. Mhm. Hier haben wir 5 verschiedene Aufsätze. Also da ist wirklich für alle Gemüse- und Obstsorten was dabei. Definitiv kann man immer sehr gut in der Küche gebrauchen. Erleichtert natürlich auch das Kleinschnippeln, denn das müssen Sie jetzt nicht mehr machen. Das macht hier der 5-in-1 Gemüse-Obstschäler direkt für Sie mit. Das Ganze macht umso mehr Spaß, finde ich. Und es sieht auch noch richtig schön aus dann auf dem Teller. Mhm. Und ist natürlich spülmaschinenfest. Ich finde diesen Mangoschneider so toll, weil das ist eine Strafe, so die Mango vom Kern zu trennen. Das macht der ganz automatisch für Ach, Sie. Guck mal, Gurken, die kannst du ganz anders anrichten. Ja? Du siehst hier auch hinten verziert, da werden sie nicht ganz runtergeschnitten, sondern du machst das praktisch wie ein Becher. Auch mal ganz interessant, wenn man so eine kalte Platte anrichtet. Mit einem schönen Dip oder so, so was Herrliches. Ja, hier schreibt auch der liebe Matze, Preis-Leistung ist sehr gut, für jede Küche geeignet. Deshalb jetzt bestellen mit der NC5903 und die 569. Ja, damit kommt das nach Hause. Gute Küchenprodukte sind enorm wichtig. Es macht alles mehr Spaß, wenn man gute Produkte hat. Jetzt haben wir einen Preisalarm. Das bedeutet, hier ist ein Produkt radikal reduziert, so dass Sie es nur einmal pro Besteller bestellen dürfen. Ja, cool. Was haben wir denn da zum Zocken, würde ich mal so sagen. Ah, manchmal macht das doch richtig macht viel richtig Spaß, ne? Oder? Schau mal, was wir hier haben. Das gebe ich gerade mal an dich weiter. Es ist eine. Erinnert mich das immer an meine Jugend. Es ist natürlich hier so eine Spielekonsole. Die hat, hilf mir, Ingo, du hast den Zettel, 200 oder 300 Spiele 200. Mit drauf. 200 verschiedene Spiele mit drauf. Und da kann man jetzt alleine spielen. So wie das Tristan hier macht. Man hat den großen Bildschirm. Man kann aber auch den zweiten Controller anschließen. Dann kann man gegeneinander oder miteinander verschiedene Spiele spielen. Und es ist auch noch ein Anschlusskabel für den Fernseher mit dabei. Dann spielt man nicht auf dem kleinen Monitor, sondern ganz einfach auf dem Fernseher. Einmal eingeschaltet, auf der Seite ist so ein kleiner Einschalter, Tracy. Und wenn du das einschaltest, dann fangen die Spiele an und dann kannst du dir eins aussuchen. Hast du mal früher an solchen Automaten gezockt? Wahrscheinlich nicht, da bist du zu jung dafür, oder? Ja, da bin ich, obwohl, ich glaube, da gab es mal was als Kind, da hatten wir diese, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, sowas wie das hier. So Tetris. Ja, genau, da waren viele verschiedene Spiele mit drauf und ich fand sowas schon immer richtig cool, weil das einfach sehr viel Spaß gemacht hat. Also heutzutage Spielekonsolen, kostet ja die Spielekonsole mehrere hundert Euro, ein Spiel auch nochmal 100 Euro. Ja. Hier haben wir eine Spielekonsole, Zusatzcontroller, Anschluss an den Fernseher und 200 Spiele für 10 Euro und das ist ein Stück meiner Jugend, deiner auch, Ingo, so 80er, 90er Jahre. Ja, natürlich. Wir haben viel Geld in diese Automaten gesteckt. Hier sind 200 Spiele drauf, von denen man sogar 94 zu zweit spielen kann. Und das habt ihr gemacht, Diana. Das macht doch einen Riesenspaß, oder? Das macht wirklich Spaß und das gefällt mir, dass wir haben so viele Spiele, dass ich glaube, jeder würde sein Lieblingsspiel zu finden. Aber nicht einer, ich glaube 20 oder 30 Stück. Also ich muss sagen, ich habe mit Christen so viele Spiele ausprobiert. Wir haben unsere Lieblings gefunden und das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und am meisten gefällt mir, dass wirklich, wie gesagt, das können zum Beispiel deine Enkel mit dir jetzt spielen, Ralf, oder? Also ich habe das ja meinem Schwiegersohn, meinem Sohn, habe ich diese Spielekonsole geschenkt und die haben beide so richtig teure Spielekonsolen. Aber ab und zu greifen sie auch mal dazu, weil es auch diesen Charme hat. Auch übrigens, der Sound ist dabei, der 80er, 90er. Ja, also genau das, was man von damals kennt. Und ob das Ballerspiele, Puzzle sind, Geschicklichkeitsspiele, Autorennen sind dabei. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Wer hier kein Spiel findet, der kann, also da weiß ich auch nicht, der spielt einfach nicht gerne. Ja. Es ist ein Farbdisplay hier, wirklich, wo Sie die ganze Grafik sehen können. Man kann das alleine spielen, man kann den Controller einfach mit reinstecken, dann kann man zu zweit gegeneinander zocken und man kann das Ganze sogar an den Fernseher anschließen. Das nimmt nicht viel Platz weg. Auf langen Autofahrten, auf Zugfahrten, im Flugzeug, im Hotel, wenn man mal irgendwo zu Besuch ist und die Kinder langweilen sich. Zack, das rausgeholt. Es wird ein Riesenspaß sein. Für sich selber als Zeitvertreib unglaublich. 200 Spiele. Ich habe immer am liebsten so Autorennen gespielt zu meiner Zeit. Und diese Jump and Run, ne? Ich finde, das ist auch eine richtig coole Geschenkidee. Gerade für Kinder, die würden sich mega darüber freuen, weil das macht natürlich richtig viel Spaß. Man hat sehr viel Auswahl mit dabei. Ich sehe gerade hier auf dem Display, kann man wirklich ein Spiel nach dem anderen aufsuchen. Und richtig, man... Das
Dann sehen wir bei Pearl.de regulär 22 Euro, was ich schon für günstig empfinde, jetzt 10 Euro. Und nicht nur für Kinder, also auch für meine Generation ist das die perfekte Geschenkidee, weil ich glaube, jeder in meinem Alter hat früher an solchen Automaten gedattelt. Weißt du noch, 3 Spiele eine Mark, ja? Das war schon gut. Also eigentlich haben die Spiele 1 Spiel eine Mark gekostet. Und dann, wenn man es nicht konnte, ging das noch, war es ein sehr schneller, vergänglicher Spaß. ZX3033 ist 569, ist so der Preisalarm, deswegen bitte nur einmal pro Besteller bestellen. Das ist ein absoluter Hit. Sie werden dieses Produkt lieben und Ihre Kinder auch. Also, Spielzeug war dabei, ich bin schon zufrieden. Ja, ne? Aber es geht ja immer noch weiter, mal schauen. Hast du irgendeinen Produktwunsch, Tracy? Du musst sagen, ja, eine Taschenlampe. Lichter, ich liebe Lichter. Okay. Oder Kerzen. Na gut. Licht. Sehr. Ja. Es ist aber eine 3-in-1 Multifunktionsleuchte. Weil du siehst hier, natürlich kannst du die in die Hand nehmen und dann dir den Weg leuchten. Aber wir sehen, du hast die Halterung, das ist eine Wandhalterung, das bringst du einfach an der Wand an. Und sie hat einen Bewegungssensor. Du kannst sie auf Automatik einstellen, dann geht die Lampe nur an, wenn jemand in die Nähe kommt des Bewegungssensors und geht dann aus, wenn keine Bewegung mehr ist. Aber gerade hier Kellerabgang, kann ich mir gut vorstellen, dass man dann im Hellen runterläuft, die Handlampe nimmt und dann auch helles Licht im Keller hat und auf dem Rückweg stellst du sie da einfach wieder ein. Also da ist die perfekt, oder? Ja, die finde ich auch richtig schön und vor allem, sie leuchtet auch sehr, sehr hell. Das hat man gerade in dem Video gesehen und ja, auch jetzt sehen wir das nochmal. Die leuchtet wirklich sehr, sehr hell, gerade im Dunkeln. Natürlich immer optimal so eine Taschenlampe, die man eben schön aufhängen kann oder auch einfach mal kurz rausnehmen, wenn man eben sie braucht. Ja, vor allem gerade so als Bewegungsmelder bei Nacht, da ist das natürlich super, dass sie auch so leicht nach unten strahlt. Ne? Und von der Haptik her, wenn man das jetzt in die Hand nimmt, so als Taschenlampe, ist das auch nochmal ein ganz anderes Gefühl. Da muss man nicht so in die Richtung leuchten, sondern hält die einfach ganz normal und dann wird der Weg vor einem ausgeleuchtet. Cool finde ich, dass die mit Akku funktioniert. Das heißt, es gibt keine Batterien, die alle werden können und dann eventuell noch in der Taschenlampe auslaufen. Hier haben sie immer eine Taschenlampe griffbereit, die immer funktioniert. Und natürlich diese Nachtlichtfunktion, sehr elegant, braucht kein Stromkabel, können Sie einfach überall anbringen. Also ich finde es auch toll und eben nochmal Akku bis zu 5 Stunden Dauerlicht mit einer Akkuladung und dann eben nicht Batterien wechseln und wegwerfen und neue kaufen, sondern einfach ans Ladegerät, ein USB-Ladekabel ist mit dabei, im Lieferumfang enthalten. Dankeschön für das Licht. Da kann ich Ihnen jetzt problemlos die Bestellnummer sagen für diese 3-in-1 Lampe. Das ist die ZX6229 und die 569 und richtig hell ist er auch, 200 Lumen, aber ich denke, Sie haben die Helligkeit gerade gesehen oder erahnen können bei uns hier im Studio. Und dann einfach die Halterung dort, wo Sie es für richtig halten, Flur, Kellerabgang oder sonst, fixieren, auf Automatik stellen und dann haben Sie nie mehr diese dunklen Löcher oder Stolperfallen. Die kann man damit nämlich auch wunderbar eliminieren. Also eine ganz, ganz tolle Lampe. Ich liebe die Taschenlampenfunktion. Ich liebe das, wenn solche Geräte immer mehrere Funktionen haben, dass man die eben nicht nur für die eine Funktion, sondern auch noch als Taschenlampe benutzen kann. Richtig klasse. Tolle Produkte heute in der 10-Euro-Überraschungsshow. Ein großer Karton. Oh ja. Oh ja. Für Ralf gibt es den großen. Ich kriege kein Geräusch. Das ist irgendwas Großes, was nicht wackeln kann. Was Großes, Weiches. Aber es dürfte nicht um ein Stofftuch gehen. Das ist Bettwäsche. Ah, aber um das geht es auch nicht. Es geht wahrscheinlich um diese Beutel. Tracy, hilf genau, mir. Das ist ein 6er-Set Vakuum-Kleiderbeutel in 3 Größen inklusive Handpumpe ist noch mit dabei. Aha. Also das ist enorm. Jetzt kommt ja die Zeit, wo dann endlich die Sommerklamotten leider wieder in die Schränke kommen, die Herbst-Winterklamotten raus. Aber wenn Sie irgendetwas jetzt einlagern, machen Sie es in diese Beutel. Erstens mal sparen Sie unglaublich viel Platz, wenn man die überschüssige Luft rausholt. Und wenn man die in 7, 8 oder, nein, so lange hoffentlich nicht, in 4 Monaten wieder rausholt, in 6 Monaten, ich weiß, es geht so lang, dann sind die frisch. Auch keine Motten haben hier Chance oder Ähnliches. Man macht die einfach rein, die Kleidungsstücke, und kann es dann eben mit wenig Platz sicher lagern. Sicher lagern, vor allem auch vor Motten, vor Staub geschützt, vor Gerüchen geschützt. Man bringt die ja meistens im Keller und wenn Sie so einen Öltag im Keller haben, wissen Sie, wie Klamotten danach riechen können, wenn die da ein paar Monate liegen. Aber auch, ich denke, zum Verreisen, weißt du? Sie kriegen ja verschiedene Größen hier. Wie viel Set? Genau, das ist ein 6er-Set sogar.
in drei verschiedenen Größen. Und dann können Sie ja ganz einfach eben auch mal ganz klein Sachen zusammenpacken. Diana möchte jetzt einen Karton, einen Geschenkkarton einvakuumieren. Aber es geht natürlich nur um die Art und Weise mal zu zeigen. Wir sehen hier Doppelverschluss oben, das ist dann dicht. Ja, das ist vor allem auch luftdicht und ganz sicher zum Aufbewahren. Bei mir ist das zum Beispiel ganz oft so, dass ich habe natürlich sehr, sehr viele Klamotten jetzt gerade im Sommer. Jetzt steht bald Herbst an, kann ich die ganzen Sommerkleidung einfach mal in die Tüte schnell rein, alles ist sehr gut aufbewahrt und ja, finde ich ganz toll. Und hier, wenn ich mich nicht irre, aber Tracy, da musst du mir helfen, da könnte man auch einen handelsüblichen Staubsauger anschließen, oder? Von der Größe her müsste das auch gehen, dann geht es noch ein bisschen schneller, aber auch mit der Handpumpe natürlich mal unterwegs. Ich könnte mir auch vorstellen, für die eine oder andere Dame beim Kofferpacken unglaublich hilfreich, weil man eben Platz spart und plötzlich passt alles rein. Ja, da hast du oben richtig zugemacht. Aber das Prinzip ist klar. Ich glaube, auch Ihnen Vakuum, also wenn man die Luft rauszieht, spart man teilweise bis zu 40, 50% an Platz. Die lachen alle über dich, kann ich jetzt gar nicht verstehen. Guck mal, ist da alles offen? So, jetzt. Also so müssen wir ziehen. Unglaublich praktisch, Platz zu sparen, um Sachen platzsparend und sicher unterzubringen, gerade wenn man sowas über eine Saison wegpacken will. Ja, das ist sehr, sehr praktisch. Hier schreibt auch die liebe Renate, das Produkt ist absolut zuverlässig und einfach zu bedienen, hilft Kleider staubfrei, geruchsneutral und platzsparend sowie sichtbar zu lagern. Preis, Leistung, Qualität, Bedienbarkeit top. Service Pearl TV, tadellos. Bin deshalb gerne oft Kunde. Ja, das ist eine ganz, ganz tolle Sache hier. Die Beutel kosten wirklich sehr, sehr wenig und leisten sehr, sehr viel. Sind kinderleicht zu bedienen und damit können Sie viel Platz sparen und Ihre Sachen sicher durch die Saison bringen. Also als ich Kind war, hatten wir so einen Schrank im Keller, wo immer die Saisonklamotten eingelagert wurden. Irgendwann hatten wir mal eine Maus im Keller und die Hälfte der Klamotten waren kaputt. Davor könntest du auch schützen hier. Vor Gerüchen, vor Motten, vor Verstaubung. Weil oftmals holt man ja die raus nach der Saison oder zur nächsten Saison und dann riechen sie richtig modrig. Also ich finde das tatsächlich richtig praktisch. Ja, wir hatten tatsächlich mal einen Öltank im Keller und ich weiß, da durfte man keine Klamotten lagern, weil die alle nach Öl gerochen hätten. Nicht nur Klamotten, ich weiß. Ja. So, weiter geht's. Schlag auf Schlag. Wenn Ihnen was gefällt, bitte immer schnell sein. Wir haben immer nur ein begrenztes Kontingent für 10 Euro. Wenn das weg ist, gilt immer wieder gleich der Normalpreis. Und wir machen weiter mit. Das ist meine Lieblingslaterne. Das ist eine Outdoor-Laterne, die kann man auch ganz einfach in die Erde stecken. Da ist so ein Erdspieß dabei. Und dann nimmst du mal eine. Leuchtet die auch. Eine mal. Geh mal weiter. Die ist sogar mit Solar, sehe ich gerade hier. Mega schön. Wirklich ganz, ganz toll. Erdspieße sind auch mit dabei. Und was ganz, ganz wichtig ist, wir haben eine Fernbedienung dabei. Und die leuchtet dann eben nicht nur in Weiß, sondern in verschiedenen Farben. Ui. Das ist schön. Also jetzt sieht man, man nimmt nicht die Lampe allein, man macht irgendein Objekt, eine Pflanze rein oder irgendwas. Und dann ist die abends eben wirklich ein Highlight im Garten, da bin ich mir sicher. Es muss natürlich dunkel sein, der Dämmerungssensor schaltet dann ein. Und jetzt können wir hier uns das einfach anschauen. Und Ingo spielt gerade mit der Fernbedienung. Jetzt haben wir, glaube ich, die anderen Farben, oder? Jetzt wird gedimmt. Aha, dimmbar auch noch. Aber im Prinzip macht man einmal die Wunscheinstellung, entweder weiß oder Wechselfarben und dann lässt man das. Alles andere geht ja automatisch. Die Energie wird zugeführt über das großzügige Solarpanel und an geht's, sobald es die Dunkelheit verlangt. Und dann steht das Objekt, was man drin hat, wirklich im wunderbaren Licht. Ja, es ist wirklich toll hier, diese Lampe, die eben dieses wunderbare Licht spendet hier. Schauen Sie sich das mal an, Ralf, hier. Diese wunderschönen Farben, eben nicht nur weiß, sondern da kann man dann irgendein Objekt reinstellen, was man besonders hervorheben will. Und dann wird das hier in diesen wunderschönen Farben beleuchtet. Bei Tracy haben wir es jetzt mal eben in weiß eingestellt. Mhm. Bei Ralf haben wir einen Farbverlauf. Das ist auch sehr elegant, oder Tracy? Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön. Gerade auch in Schwarz und auch wie das leuchtet, dass man auch verschiedene Farben einstellen kann. Das finde ich auch richtig cool. Ja, bei Ralf haben wir hier diesen Farbverlauf. Jetzt ist grün, eben was blau.
gleich wird es wieder rot. Also je nachdem, was man reinmacht, ja, und was man ins Licht setzen will, ist das natürlich ein unglaublicher Effekt und dementsprechend sollte man es auswählen. Aber ich finde die toll, dass es dir die Möglichkeit gibt, irgendetwas zu beleuchten, was du hier reinmachst. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass der ein oder andere sein Lieblingsspielzeugauto reinmacht oder ein Gartenzwerg oder eine Pflanze. Also ich glaube, da hat man ja alle Möglichkeiten. Und sie dürfen hier wieder bis zu 5 Mal so ein Buddha zugreifen. Ist das ein Buddha? Das ist ein Buddha. Das ist natürlich auch sehr beruhigend. Das gibt dann gleich so eine ganz tolle Wellness-Atmosphäre. NX9696 und die 569 für diese wunderbare Laterne, die entweder in weiß oder in verschiedenen Farben leuchten kann. Das ist so, ich liebe das, wenn das so Deko ist, was so beruhigend ist. Gibt eine schöne Energie und eine schöne Atmosphäre. Ja. Finde ich auch sehr, sehr toll. Ja, gerade wenn man abends nach Hause kommt, ist man geschafft, dann will man sich entspannen. Das können Sie mit dieser wunderbaren Laterne. Jetzt darf ich auspacken. Wunderbar. Oh, schwer. Das ist etwas für uns beide auf jeden Fall. Für uns beide auf jeden Fall. Es ist eigentlich für jeden was. Mhm. Also es ist eine elektrische Kaffeemühle. Das ist schon mal der Hit hier. Eine elektrische Kaffeemühle für nur 10 Euro, die Sie bis zu 5 Mal bestellen dürfen. Aber es ist natürlich auch eine Gewürzmühle. Es ist natürlich auch, also alles, was Sie malen wollen, können Sie hiermit machen. Natürlich absolut sicher. Und hier wird das dann, da kann man, glaube ich, auch noch die verschiedenen Grade einstellen. Aber für uns als Kaffeetrinker, Ralf, du weißt es selber, das Aroma eines Kaffees liegt in der Kaffeebohne. Und wenn die Kaffeebohne gemahlen wird, ist das Aroma am vollsten da noch. Ganz, ganz klar. Frisch gemahlener und dann frisch aufgebrühter Kaffee ist immer noch der beste Kaffee. Wer mit Pad oder mit Tabs arbeitet, das macht man meiner Meinung nach nur aus Zeitgründen. Mhm. Und ja, ich sag mal, Großmutter wusste noch, wie man Kaffee kocht. Und meine Oma hatte wirklich noch eine Kaffeemühle. Allerdings eine handbetriebene. Die saß dann mit da. Mit der Kurbel, ne? Genau, und hat gekurbelt, bis der Kaffee genau den richtigen Mahlgrad hat. Ich sage jetzt mal, das muss man nicht unbedingt machen. Aber schauen Sie mal, diesen Knopfdruck hier, den können Sie machen. Wir sehen hier ganze Kaffeebohnen. Ich habe es mal eingesteckt. Ich hoffe, es funktioniert jetzt auch. Ja. Innerhalb kürzester Zeit haben wir eben den Kaffeemahlgrad, den wir möchten. Und das reicht, glaube ich, schon. Wir sehen es hier, frisch gemahlener Kaffee. Oh, das und duftet jetzt, ja auch schon, ne? Das habe ich früher so in Bäckereien. Ja. Wenn du in eine Bäckerei gegangen bist, hat es immer nach frisch gemahlenem Kaffee und nach Bäckereien gerochen. Gibt es heute gar nicht mehr. Ich glaube, keiner malt mehr Kaffee, oder? Wir vier sind absolute Kaffeetrinker. Also ohne Kaffee funktioniert bei uns morgens gar nichts. Du hast eine teure Kaffeemaschine, eine ganz neue, die schönen Kaffee macht. Bei mir riecht das immer noch nach einem Kaffee. Ich liebe diesen Geruch. Ja, aber da ist ja auch ein Mahlwerk drin. Also bei mir auch. Ich habe ja auch einen Vollautomat. Ja. Da wird frisch gemahlen und das ist ein anderes Kaffee trinken. Und wenn Sie auch gerne noch frisch aufbrühen, was immer ich noch für das. Mich der beste Kaffee für mich ist. Der beste Kaffee, noch eine Stufe weiter ist nicht gemahlenen Kaffee, sondern ganze Bohnen zu kaufen. Sind übrigens auch günstiger. Ganz, ganz wichtig, als gemahlener Kaffee. Mhm. Ja, und dann frisch mahlen. Und dann hat man den vollen Kaffeegenuss. Du, ich weiß, du hast ja auch eine, du machst doch mit Filter. Ich mache mit Filter, rein. Ganz genau. Kaffeepulver rein. Mhm. Und so eine Mühle muss ich mir mal zulegen. Weil das ist, ich kenne das eben auch von früher. Ich kaufe dann immer den. Meine Eltern kochen Kaffee. Ja. Das ist auch übrigens auch Leinsamenkörner, schreibt uns die Renate, kann man damit, getrocknete Kräuter kann man damit mahlen. Auch hier getrocknete Eierschalen. Ich benutze das, um Eiswürfel zu Crash-Eis zu machen. Oh, für manche Cocktails. Also, Sie sehen, die Anwendungen sind vielfältig. Der Preis ist einzigartig mit 10 Euro und die Bestellnummer ist die NC3685 und die 569. Und das war sie schon fast wieder, unsere 10 Euro Überraschungsshow. Mein Highlight ist klar, die Spielekonsole mit 200 Spielen. Tracy, hat dir heute was besonders gut gefallen? Ja, ich liebe frischen Kaffee. Das ist für mich immer ganz, ganz wichtig. Und das ist natürlich Diana, der Nussknacker, ganz am Anfang. Ja. Hast du auch ein Lieblingsprodukt? Ich habe 2, Spielkonsole und die Kaffeemühle. Okay, das ist klar. Sie holen sich spätestens jetzt Ihr Lieblingsprodukt, bevor Ihnen die anderen die Schnäppchen vor der Nase wegschnappen. Und machen Sie mir noch einen Gefallen. Bleiben Sie bei uns, denn ich bin mir sicher, es geht jetzt wieder interessant weiter.